Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Na endlich, Chica. Was gibt's Neues bei Senora Wells? Ach, du weißt schon. Macht sie ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Wells-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Wir haben's geschafft. Die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Chumba. Und weißt du was, wie? Wir haben's uns verdient, Chica. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Im Ernst, Jackie? Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Muss ewig hier sein. Und wer seid ihr, Clowns? Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingen? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, Giro. Wir waren in Tankhaus. Das ist es. Bester Urlaub aller Zeiten. Joy Toys. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor. Susan Forest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Blackhead. Haben alle hier gesessen und sind an der Bar eingepennt. Endlich sind wir hier. Die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chilischoten. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Wie lang gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten respektierte. Vergiss das nicht. Was muss ich tun, damit dein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Auf die Söldner Oberliga. Haha, darauf trinke ich gern. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex' neuster Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschon. Weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Ist Dex' Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen.
Ein Kater geht eben seinen eigenen Weg, ja? Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Hals und Beinbruch. Danke. Hier. Mann, Homie. Du bist riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch. Im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Ja. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Tipo. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Miss V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Miss V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, denke ich. Wir waren im Konpeki Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßlicher Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Diese Parker, weiß nicht, irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Einen Abend schlürft sie Jean Paradis mit Yorinobu, den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzie's. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus? Dann fehlt was in der Gleichung. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex Deschamps 300 Pfund Arsch vorbei. Noch was? Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpeki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Das Auto ist dein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deschamps arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her.
Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das Notel-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Hannah Conwell. Ramon? Pff. Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel-Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Anteil für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Bro, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance? Außerdem gehen wir in ein Hotel voller Sackerspackos, um Sohnemann sein Scheißspielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Willst du mich herausfordern? Jack hat recht, Dex. Wir wollen mehr als 30%. Wir sind mehr wert. Okay, 35. Letztes Angebot. Alles klar. Damit kann ich leben. Ist eine Weile her, dass mir jemand was abgeschwatzt hat. Ganz lustig. Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in einer Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren. Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay, können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes.
Mit Delamain vergessen sie all ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich, er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Dex knausert nicht, ha? Huh? Jedenfalls wissen wir jetzt, wofür er seine 65% raushaut. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Wir fahren hier nicht zu einer Party, Jack. Wir ziehen einen fetten Job durch. Bei Arasaka. Im Ernst, wie? Hältst du mich für so oberflächlich? Lass mich dir was erklären, wie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpecki. Weh, ruf mal Jackie an, als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Hör dich laut und deutlich. Perfekt. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Por fin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Okay, Hannah. Gehen wir. Warte, ich hol den Flathead. Du errätst nicht, wen ich heute gefahren habe. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon,
Du willst Hajime Itaki sprechen. Willkommen im Konpeki Plaza. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Ma'am. Bitte sehr. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, 2 Erwachsene, 1 Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, Vi. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis Lazuli Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Hanna. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Was meinst du, Hanna? Hm? Ziemlich nett hier, oder? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Einzig wahre. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Mädchen? Ich weiß nicht. Die Bar sieht nett aus. Wir kommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Mach das. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Wir passen rein, ne? Wie sehe ich aus? Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber nicht übel. Ja, ich kann einfach alles tragen. Сама как думаешь? Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантао. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Also, доверен wir. Lapis Lazuli. Они всегда врут. То есть он тоже? Охренеть. Он так натуральный. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bug. Schick war nicht der Grund.
Von dort ist es nur am nächsten zum Queller und dem Server. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% Tiber. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Jackpot. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead aus? Alles klar. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Hier da. Der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Chica, wir haben keine Zeit. Deckt die Überwachung das ganze Hotel ab? Hm, auch die Schlafzimmer in den Suiten. Und die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist No-Go. Null Hotel Security. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafee. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen auf zum nächsten Schacht vertreiben. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Blut, aber das Trinkgeld war ordentlich. Wieso krieg ich immer nur Kotze und benutzte Kondome? Bleib da bitte die Gerechtigkeit. Operation auf eigene Gefahr. Ob es Inge ist? Wer? Du weißt schon. Gut aussehen. Ist das das? Sehnkreis, frecher Blick. Als dein Leben. Der Kirby im Fenster. Bug? Problem. Männer wie der sind immer Single. Zimmerservice ist im Weg. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Was haben wir denn im Subnet? Okay. Schon dabei. Da sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlink den Flathead damit. Geklappt. Meine Güte. Das war noch Hast du eine Ahnung, was diese Dinger kosten?
Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeicheleien. Nicola! Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flattert kann sie öffnen. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Hab den Port. Okay, verlink den Flathead. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Was machen wir jetzt? Neutralisieren. Verlink den Flathead mit ihm. Ich friere ihn mit einem Demon ein. Oldschool, frag nicht. Und der Dweller kriegt davon nichts mit? Verlinke ihn direkt mit dem Stuhl. Dann wird er nicht mal was merken. Könntest mit einem Panzer da durchfahren und er würde nichts spüren. Für die Umwelt ist er tot. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Flathead mit dem Stuhl verlinken, wie? Der Flathead bleibt, oder? Der behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig, sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay. Hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Hm? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine scheiß Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Ach, scheiß auf ihn. Was kümmern mich ein Konzernbaby und seine Straßenromantik? War bestimmt lustig. Ich bin Yorinobu Arasaka. Wollt ihr in meine Gang kommen? Poser mit Konzernschutz.
Und dieser bescheuerte Name, Stahldrache. Gangster mit Silberlöffel im Arsch. Erst hat ihn sein ganzes Geld gelangweilt, dann seine Gang. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang auf. Hey, Buck. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Das läuft doch echt gut, oder? Oder? Wow, bist du immer so ein Optimist? Hey, jetzt verjag endlich die finstere Wolke über deinem Kopf. Ich sag's dir, ab hier wird's ein Kinderspiel. Schweigen. Wollt ihr vielleicht einen Witz hören? Jetzt? Im Ernst? Passt auf. Was haben eine Nomadin und eine Seekuh gemeinsam? Sand in der Muschi. Alter. Lebt sich gut als Erbe des Arasaka-Imperiums. Jedenfalls besser als der Sohn von Raoul Wells. Konzentration, der Safe. Na los, schnell. Wieso? Warum die Eile? Yorinobus Signal ist weg. Ist er unter die Magier gegangen? Er wird in dem Funkloch stecken. Hab ihn gleich wieder. Macht jetzt euren scheiß Job. Yorinobu hat uns ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Nicht toll, aber wird schon reichen. Da, unterm Boden. Sucht nach einem Schalter. Bingo, da kommt was raus. Komm her, Vi. Was jetzt? Verlink dich und mach uns reich. Schon dabei. Jetzt du, Buck. Einen Moment. Wir haben Gesellschaft. Buck? Ich weiß nicht wer. Personal rennt wie aufgescheucht durch die Gegend. Alle 200. Das gefällt mir gar nicht. Wie lange noch die? Shit, Yorinobu kommt zum Penthouse. Scheiß auf ihn! Öffne den Safe! Hab's gleich. Fertig. Super. Überlass den mir, okay? Relic intakt? Biochip-Integrität. 100%. Schätze, das heißt ja. Gut, gehen wir. Was? Wo? Versucht's mit der Säule. Was? Spinnst du? Nein. Rein da. Jetzt. Sind drin. Nur löst es das Problem nicht, T. Glaub mir. Das weiß ich auch, Mann. Warte eine Sekunde, okay? Was heißt nicht? Ist das Adam Smasher? Bodyguard. Schlimmer. Night City-Legende. Eiskalter Bastard. Was machen wir jetzt? Wir warten.
Sind Sie bereits hier? Sie nähern sich vom Landeplatz. Wovon reden die? Buck, wer kommt da? Oh nein, nie im Leben. Das kann nicht sein. Saburo Arasaka? Der Kaiser. Noch eine Scheißlegende. Psst, das Ding ist nicht schalldicht. Oh, fuck. Hazushite kure. Arasaka-sama. Mada body check no owatte imasen. Watashi no musuko da. Sonjite orimasu. Omochi shimashou ka, rei no. Watashi ga yaru. Itte kure. So knapp, wenn der uns entdeckt hätte. Hat er aber nicht. Kayane! Ich glaub's nicht. Saburo Arasaka. Watashi ga kizukanai to demo omotta no ka? Somosomo ore no koto o kini shita koto nanka nai daro. あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味合わせ、立場を思い知らせるためか。出る杭を打たれると、よく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか？ 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来？俺たち？なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えていない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。 Abgeriegelt wird. Was ist der Anlass? Saburo Arasaka wurde ermordet. Code Red ausgelöst. Achtung! Im Konpeki Plaza wurde ein Code Red ausgelöst. Bitte verbleiben Sie in Ihren Zimmern und befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Darekaga, の話です。竹村、お前の仕事は何だ？何の話です。単純な質問だ。答えろ。
荒坂家の課長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。申し訳ありません、荒坂様。必ずご期待に沿いますよ。 Yorinobu hat Saburo umgelegt. Was? Seinen eigenen Vater. Das bedeutet, gleich kommen massig Sicherheitsleute auf euch zu. Scheiße, wir sind geliefert. Wie? Nachdenken kannst du später. Wir müssen hier weg. Vamonos! Wo ist Yorinobu? Ich weiß nicht. Kämlings sind down. Das Gebäude wird abgeriegelt. Okay, hab was. Fenster, los! Saburo Scheiß Arasaka ist tot. Das überhaupt auszusprechen. Öffne das Schloss. Da sollte eine Leiter sein. Eine... Oh, fuck! Nein, 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 nicht jetzt! Die haben mich... Fuck! Dios santo bendito! Die ist weg! Fuck! Scheiß Oberliga! Jetzt wirklich, Jackie? Jackie, nicht runtersehen. Okay. Oh, das ist verdammt hoch. Scheiße! Ist das Trauma? Wenn's wegen Saburo ist, sind sie etwas spät. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Sind die Idee, die du dir noch mal lieben sollst? Halt knapp. Der Relic. Madres. Oh, das ist nicht gut. Jackie, du blutest. Das hat Zeit. Sieh nach dem Relic. Druckabfall im Behälter. Biochip-Integrität bei 94%. Und sinkt weiter. Carajo. Parker, ruf sie an. Und ihr sagen, der Koffer ist hin? Tu's einfach! Wie? Compacky ist überall in den Nachrichten. Was zur Hölle ist da los? Probleme. Der Kryo-Koffer ist beschädigt. Biochip-Integrität bei... Jackie? 86%. 86% und sinkt! Scheiße. Okay, hör mir zu. Ihr könnt nur eins tun. Einer von euch muss den Relic in seinen Neuralport stecken. Das klingt nicht gerade sicher. Je länger ihr wartet, desto größer das Risiko, dass wir ihn verlieren. Naja, irgendwer muss es tun. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jackie, alles okay? Weiß nicht. Denk schon. Fühl mich nicht anders. Wenn ihr zurück seid, nehmen wir den Relic raus und machen eine Neuralreinigung. Aber zuerst müsst ihr da raus, und zwar sofort. Wir arbeiten dran. Del, wir sind gleich da. Halt dich bereit. Klar? Natürlich, Mr. Wells. Das hoffe ich doch, Mann. Wir müssen irgendwie die Lobby erreichen. Der einzige Weg zur Garage. Und wir sollten uns beeilen. Oh, ahora sí. Gut. Jetzt lass uns verschwinden. Ja.
gleich sorgen. Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgt. So eine Scheiße! Bellamy! Aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig? Straßenblockade für uns. Ich bitte Scheiße! Eine feindliche Luftreinheit hat uns gesehen. Überlass das mir! Geben Sie nicht einfach auf! Jackie, wir haben's geschafft. Haben wir wohl. Die medizinischen Sensoren melden, dass Mr. Wells' Zustand kritisch ist. Bring uns zu einem Ripper, Doc. Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Ich schaff das. Schlage vor, dass Sie Mr. Wells wach halten. Es wird alles gut. Du siehst Misty, deine Ma, alle, die du liebst. Jackie, lass die Augen offen. Misty, sie wusste es. Die ganze Zeit. Der Biochip. Nimm du ihn für mich. Gib mir eine Sekunde, okay? Mr. Wells Überreste, wohin soll ich sie bringen? Er würde zu seiner Familie wollen. Mr. Wells nächste Blutsverwandte ist Guadalupe Alejandra Wells, Besitzerin der Bar El Coyote Cojo. Ich werde mich darum kümmern, ihn dorthin zu bringen. Mr. DeShawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Immer
mich rein. Er wartet. WNS, N54, selbst die Piratensender. Deine Fresse ist überall. Und Jaxter? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Das langjährige Oberhaupt der Arasaka Corporation wurde berichtet. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Wo er für ein Familientreffen war. Saburo Arasakas Sohn. Hab ihn nicht. Meine gute Nachricht. Gute Nachricht? Saburo Arasaka, tot? Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Du hast uns doch in die Scheiße geritten! Was war das für eine Vorbereitung? Du wusstest nicht, dass Saburo Arasaka auftaucht? Ich bin nicht sein Scheißassistent! Außerdem hat dir keiner gesagt, du sollst den Mann umbringen! Das waren wir nicht! Ach ja? Erzähl das den Saka-Ninjas, die dir am Arsch kleben! Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Neuer Ort, neuer Name. Aber erst dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Na los. Alles klar. Zu riskant, wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber Dex, das ruhige Leben. Ruhmreich draufgehen können andere. Okay? Mir ging's nie besser. So siehst du nicht aus. Du kannst nicht drauf. Hey, hey, cool bleiben. Natürlich total zugedröhnt. Heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen.
gibt's keinen Spaß. Höre? Ihr vergeudet euer Leben, lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Wie viel willst du dafür? Geht klar. Aber ich will's heute. Johnny, warte! Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mistkerl. Ich werde dich echt vermissen. Bis im nächsten Leben, mein Freund. Du bist spät. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatlerblut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Silverhand? Hey, Scheitern! Bring uns in die Luft! Hier, setz das auf und nimm es nicht ab, klar? Söhne. Was da draußen abläuft, waren wir das? Johnnys Idee. Damit Arasaka seine Aufmerksamkeit auf Wayland richtet, weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern, Trampen. Schluck die Gewissensbisse runter. Machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament, Turm stürzt ein, Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Zeitfenster. Link mich ein. Ist Gras grün, fliegen Vögel, fressen Katzen Mäuse, scheißen Ratten Flöhe. Der Mainframe ist kein Spielplatz, Murphy, mach schon. Sende die Evakuierungsdurchsage auf allen Frequenzen, damit wir anfangen können. Meine Fresse. Wer hat denn dieses Manifest geschrieben? Die Antwort kannst du dir selbst denken. Johnny, jetzt bist du völlig abgedriftet. Und das sage gerade ich. Na los! Noch mehr! Hallo! Ja. Zeig's ihm! Du Dreckstück! Murphy? Suchte mit Fingern, suchte mit Bedacht, jagte es mit Zinken und Acht. Johnny, Ladung. Bushido 2, wie hieß die Bombe nochmal? Jetzt komm schon, wir müssen los. Der Demolitron. Bombe ist bereit. Saka Elite, Mann, marsch los, weg! Schieß die Kabel durch! Thank you.
Noch nicht fertig. Ich muss das hier noch in ihr Subnet speisen. Scheiße, ich wusste es. Es ging dir nie um Arasaka, oder? Sondern um dein Groupie-Output. Du würdest das nicht verstehen, Rogue. Mach das alleine. Du hast 4 verfickte Minuten, wenn du mitgenommen werden willst. Tür ist offen. Arasaka-Wichser im Anmarsch. Ich lieb dich, Spider. So wie der Rest der Welt. Schwere Verletzung! Gleich am Zugangspunkt. Kabel rein. Netter Eisbrecher. Aus dem Ausland? Kennen wir denn jemanden, der das Subnet-Protokoll umschalten kann? Sehr komisch. Hilfst du uns oder nicht? Weben, spinnen, spinnen, weben. Zeit, ein paar Fliegen zu fangen. Danke, Murphy. Und jetzt noch ein wenig... Heiliger Cyberstrohsack, wir sind im Fernsehen! Und nun schalten wir zum Arasaka Tower, wo die Evakuierung nach einer Anschlagsdrohung durch eine unidentifizierte Terrorzelle in vollem Gange ist. Die Terroristen erklärten, ein Monument des Konzernkolonialismus stürzen zu wollen. Der Bürgermeister von Night City, Mbole Ebunike, erklärte, dass man jegliche terroristische Handlungen unter der geballten Faust des Gesetzes ersticken werde. Hoffentlich kann unser Korrespondent vor Ort am Arasaka Tower etwas Licht auf die sich verschärfende Situation werfen. Fertig. Und jetzt raus da. Sie kommen hoch. Sofort zum Dach. Schnell. Johnny, lauf! Murphy! Die Tür ist verriegelt, aber die hält nicht lange. Lauf, Johnny, so schnell du kannst. Masha. Hab's doch gesagt, Johnny Boy. Eines Tages mach ich dich fertig. Hi, Mada, ich stehe was. わかりました。向かいます。Versuchen wir es nochmal. Deine Komplizen, wer sind sie? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Willst du dem guten Cop da drüben nicht mal was sagen lassen? Nun sei nicht so. Welcher Terrororganisation gehörst du an? Woher hattet ihr die Spaltmaterialien? Hey Opa, dich kenne ich. Azusi.
Mann, was für ein Anblick. Mein Mann starb in diesem Turm. Aber es gibt Schlimmeres als den Tod. Ich wollte nicht, dass er stirbt. Nase, Konoyona Koto. Wieso hast du das getan? Um deinem Wahnsinn ein Ende zu bereiten. Hito wa uso tsuki, jibun jishin wo azamuku. Daga shisha wa chiga. Shisha wa yuben daga, karera wa keshite uso wo tsukanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashi sa ga aru. Hajimero. Und du? Wer bist du? Sie aussieht. Hör zu, Alter. Ich hab genau gemacht, was du wolltest. Also lass uns was aus. Arasaka-sama, お父上の殺害犯を見つけました. この女で間違いありません. はい. 1時間後には着くかと。 ああ、バカ。ライゼ。 くそ、ひどい匂いだ。
mich? Ich brauche deine Hilfe. Wieder um! Halt die Augen offen! Fuck! Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Ripper-Doc, dem du vertraust? Wen? Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Hast dich gut geschlagen. Vergeude keine Zeit. Victor. Fliegt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Warum lässt du mich nicht einfach hier? Ich halte dich nur auf. Ruf jetzt an. Okay, schon gut. Guten Tag. Meinen Scannern zufolge sind Sie außerhalb des Versorgungsgebiets. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistis Esoterikum. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was fällt dir ein? Hey! Der Direct Link ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein. Aber nicht zu tief. Zwischen Ihren Lymphknoten unter dem Kopfwendermuskel sollten zusätzliche Neuralboxen sein. Wenn ich versehentlich eine Vene treffe, stirbt sie. In der Tat. Wenn Sie nichts tun, aber auch. Ich glaube, ich habe Bußen. Stellen Sie nun eine Verbindung her. Schnell, bringen wir sie rein. Ich schaffe es nicht. Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mesti!
Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Sie stirbt. Schneid durchs Hinterhauptbein. Gebt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie... Ich weiß, was ich tue. Verstand dies als Bruch des Arwin-Abkommens. Eine offene Provokation der NUSA und Militech. Sagen Sie mir, was war dann die Ermordung? Wie geht es hier? Noch nicht so gut wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Wie? Bist du da drin? Oh, mein Kopf. Wie fühlst du dich? Fuck. Weiß nicht weg. Es dröhnt in meinen Ohren und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Ich fühle mich nicht besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es nichts zu lachen. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen, jeden Zentimeter. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, wie. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Moment. Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Hatte vor etwa 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. Aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Ist wichtiger als der Terrorist in meinem Kopf. Der Biochip ist wie eine Zeitbombe und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein, übernimmt nach und nach deinen Körper, bis du irgendwann verschwindest. Wie, es ist wichtig, dass du das verstehst. Ich glaub kein Wort von dem Bullshit, den du da ausspuckst. Weißt du auch warum? Weil er keinen gottverdammten Sinn macht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, aber es muss eine logische Erklärung geben. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst du mir nicht helfen?
Willst du die lange oder die kurze Fassung? Lass nichts aus. Kein einziges Detail. Okay, auf dem Chip war... ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter DeShawn. Aber wie soll man's von sowas zurück ins Leben schaffen? Kleines Kaliber, du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. DeShawn. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Du bist Dr. Victor und ich bin dein Monster. Perfekt. Deinen Körper kannst du modifizieren, mit Chrom versetzen. Scheiße, du kannst dir sogar einen komplett neuen holen. Aber deine Psyche, das ist eine ganz andere Sache. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Und wenn wir den Chip rausnehmen oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben, und zwar sofort. Scheiße, ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir! Bitte! Vic! Ich weiß es nicht, Kleine. Misty? Du verlangst zu viel von einem alten Mann wie Vic. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Und dann starb er. Und ich dachte, ich würde sterben. Mit ihm zusammen. Im Schlaf. Der Schlaf ist wie ein Hauch des Todes, des Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein, oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudoendotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt, damit er mich gleich umbringen kann? Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, Schätzchen. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, Vi. Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Wofür brauche ich Pillen, verdammt? Warum blasse ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dann zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Ich muss mich hinlegen.
Hier, ich hab noch was für dich. Das hat Vic aus deinem Schädel gezogen. Ein Glücksbringer? Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Hast du nicht gehört? Mein Zustand ist unheilbar. Was soll mir das denn bringen? Sei nicht albern. Solange du lebst, gibt es Hoffnung. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Glaubst du wirklich, dass ich das überleben kann? Natürlich. Schließlich bist du schon einmal gestorben und zurückgekommen, oder nicht? Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Es tut mir so verdammt leid, dass Jackie tot ist. Jackie war was Besonderes. Spirituell erfüllt. Er hat viele mit seiner Liebe berührt. Keine Sorge. Er wird immer bei uns sein. Und du kommst sicher klar? Das werde ich. Das Leben ist wunderschön mächtig. So viel mächtiger als der Tod. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Also schlaf. Bitte, schlaf. Ich muss hier raus, verstanden? Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Hab keine. Dann geh und kauf welche. Ich brauch nur eine. Eine letzte. Was zum Teufel, Mann? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Oh, verpiss dich endlich! Ah! Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Ich werde die Kontrolle haben. Ich finde einen Weg. Hörst du? Nimmer wiedersehen, Arschloch! Aber nicht so! Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab! Na los! Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen, ganz sicher.
Lass mich in Ruhe! Na los, verpiss dich einfach! Kugel in den Kopf. Gib keinen anderen Weg. Hörst du, du Schlampe? Schieß dir ins Hirn, verdammt! Oh, verdammt!